Großwetterlagenkarte zeigt uns schon, die heißen Luftmassen liegen bereit hier über Südwesteuropa und das hoch enorm, das bringt uns dann ab morgen sehr viel Sonnenschein. In der kommenden Nacht, da kühlt die Luft auf 17 bis 11 Grad ab, die Wolken lockern meist auf und ist dann meist auch trocken. Der Blick auf den Dienstag, große Hitze schon hier am Oberrhein, bis zu 34 Grad, ansonsten Temperaturen so um 27 bis 28 Grad, das Ganze bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Es wird also richtig drückend heiß. Drückend heiß. Regen ist fast nicht mehr in Sicht. Die Regenprognosen wurden nochmal deutlich gestutzt, nach unten reduziert. Hier mal die Regenzone bis zum 16.8. Wir sehen kaum Ausschläge auf der Skala. Ja, und zum Hitze-Dings hier, der Hitze-Peak, besser gesagt, Mittwoch, Donnerstag bis zu 20 Grad und auch im Norden in 1500 Metern Höhe. Aber wie gesagt, das sind wahrscheinlich nur Ausreißer. Also die Hitze kommt, die Hitze bleibt und die Trockenheit wird sich nochmal deutlich verstärken. Einen schönen Tag. Circonflexe.
Circonflexe.